glaube, die größte Herausforderung ist, mehr Stärke nach außen aufzubauen und mehr Freiheit nach innen möglich zu machen. Dazu bedarf es einer Fülle von Maßnahmen. Wir müssen auf dieser Welt ernst genommen werden. Wir müssen strategische Autonomie, nennt sich der Fachbegriff, schaffen, damit wir nicht abhängig sind von anderen in Krisensituationen, etwa in einer Migrationskrise, wie sie 2020 hoffentlich nicht im selben Ausmaß wie 2015 wieder da sein wird, und in anderen Krisensituationen. Und wir müssen nach innen mehr Freiheit möglich machen, dass junge Menschen, dass jeder Mensch die Chance hat, ein Unternehmen zu gründen, etwas aufzubauen aus eigener Kraft, etwas zu schaffen in Europa durch Bildung und Arbeit, etwas aufzubauen. Und dafür braucht es weniger Bürokratie und mehr Freiheit innerhalb Europas.